Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und um diese Themen geht's heute. Ja, ich werde in der Praxis regelmäßig gefragt, was kann ich eigentlich machen gegen Elektrosmog, wie kann ich mich davor schützen? Ich denke, es ist hinlänglich bekannt, dass diese hochfrequenten Strahlungen, die wir da abkriegen aus Handys, WLAN, Funkmasten und Schnurlostelefonen und allen möglichen anderen funkenden Geräten, dass die für den Körper nicht gut sind, dass sie schädlich sind. Es gibt eine große Reihe an Studien, die das aufweisen und zeigen, dass es dort eine Interaktion gibt mit unseren Zellen, mit unseren Zellkernen, mit der DNA und dass das Störungen hervorruft in der Art, wie sich die Zellen verhalten können und wie die Zellen miteinander kommunizieren können, wie sie ihre Aufgaben machen. Ja, die ganze Entwicklung von Proteinen, Enzymen, das wird alles beeinflusst durch die Funkstrahlung um uns herum. Jetzt ist das Wichtigste, der wichtigste Tipp und Ratschlag, den ich immer geben kann und der auch wirklich immer noch gültig ist, alles ausmachen. Also das ist das schnellste, einfachste Mittel, was man zu Hause hat. Einfach alles, was funkt, vermeiden und ausmachen. Das WLAN ausmachen, den Schnurlostelefon austauschen gegen eins mit Kabel, das Handy möglichst nicht so viel benutzen und wenn dann am besten verkabelt. Es gibt mittlerweile die Möglichkeiten, Handys zu verkabeln. Da gibt es so kleine Adapter, da kann man dann einen LAN-Stecker reinstecken und braucht dann überhaupt keinen WLAN mehr oder irgendwie den ganzen Funk. Dann ist wichtig nachts, dass das Handy aus ist, dass das WLAN nachts ausgeschaltet wird. Am besten auch tagsüber das WLAN ausschalten. Das ist so ein bisschen wie mit dem Elektroherd. Also ein WLAN sollte man so benutzen wie einen Elektroherd. Nur anschalten, wenn man es wirklich braucht. Wenn man in der Nähe eines Handymasten wohnt, das heißt, wenn man aus dem Fenster rausschaut und sieht dort irgendwo einen Masten auf einem gegenüberliegenden Dach, irgendwo in der Nähe unter 500 Metern. Über 500 Meter, ja, geht so, aber wenn es geringer ist als 500 Meter, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass dieses Zimmer, dieser Raum, der das Fenster in die Richtung ausgerichtet hat, dass der mit Strahlung belastet wird und zwar massiv. Das muss man dann messen. Da ist am besten ein Messkoffer sich zu besorgen, so ein Messgerät sich zu besorgen. Es gibt Baubiologen, die man da konsultieren kann. Ich verleihe so einen Messkoffer, wir machen das mit der Praxis, dass wir sowas verschicken und verleihen, theoretisch auch das ist möglich. Es gibt aber auch andere, die die Messkoffer verleihen oder versenden. Also es gibt irgendeine Möglichkeit, an so ein Messgerät zu kommen und dann messen. Das ist wichtig, weil wenn die Strahlung wirklich zu hoch ist, dann ist das kein Lebensraum. Da ist dann wichtig, was zu tun. Und da kann man dann durch Abschirmmaßnahmen oder Ähnlichem entgegenwirken. Da geht es um die eigenen Räume. Aber was kann ich tun, wenn ich unterwegs bin? Wenn ich mich in der Stadt bewege, wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln bin, wenn ich in der Arbeit bin oder in der Schulklasse sitze, was kann ich da tun? Weil da sind ja überall auch wieder Strahlungsfelder. Und da habe ich schwer, das auszuschalten. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu harmonisieren und den Körper da zu bestärken und etwas dagegen zu setzen. Und es gibt so unglaublich viele Tools, die man da mittlerweile am Markt findet. Das schießt wie Pilze aus dem Boden tatsächlich und ich versuche sie in der Praxis möglichst umfassend immer zu testen. Mache das schon seit vielen Jahren und es haben sich tatsächlich zwei Technologien als sehr gut erwiesen, als sehr, sehr passend erwiesen. Und die anderen haben leider meistens schon die erste Teststufe nicht erreicht bei uns. Und zwar testen wir einmal mit der autonomen Regulationsdiagnostik, also mit unserer Methode, wo wir das autonome Nervensystem überprüfen. Und das ist immer die erste Hürde, die so eine Kette oder ein Chip oder ein Anhänger oder eine Kugel oder was auch immer, was das können soll, diese Hürde muss das überwinden. Und wir schauen einfach nach, wenn wir das Biosystem Mensch unter Stress setzen mit Elektrosmog, wie reagiert das dann, wenn wir dieses Tool dazugeben? Wenn der Erfolg da ist, dann bedeutet es ja, dass der Stress weggenommen werden muss. Und das haben bisher souverän, konsequent bei allen Menschen nur zwei Technologien geschafft. Alle anderen haben das vielleicht manchmal geschafft, aber selten eigentlich überhaupt und ganz wenig konsequent. Wenn die erste Stufe überwunden ist, dann schauen wir die zweite Stufe an. Da gucken wir mit der Dunkelfeldmikroskopie, wie das Ganze auf die Ladungsfähigkeit wirkt von den Zellen
Die Zellen, die Blutzellen haben eine Ladung und dadurch, dass sie geladen sind, stoßen die sich gegenseitig ab wie so Magneten. Und unter Elektrosmog-Einfluss verlieren die diese Ladung für einen Moment, also manchmal für 10 Minuten, manchmal für eine halbe Stunde, je nachdem wie lang der Einfluss war. Und dann verbappen die, dann kleben die zusammen, bilden so ein Geldrollensystem, heißt auf Deutsch gesagt, das Blut wird dicker und weniger fließfähig. Das ist übrigens wichtig für alle Menschen, die Probleme haben mit der Durchblutung. Das kann auch am Elektrosmog liegen. Diese Elektrosmog-Tools, die das also schaffen, das zu harmonisieren, müssen es also auch schaffen, diese Blutzellen unter Einfluss von Elektrosmog fließfähig zu halten, geladen zu halten. Das haben wir getestet, auch das funktioniert. Und dann haben wir noch geschaut mit der Herzratenvariabilität und haben eben auch da gesehen, dass tatsächlich der Stress durch Elektrosmog lässt sich an der Herzratenvariabilität, am HRV lässt sich das sehen. Das ist die Art, wie das Herz quasi auf Stress reagiert. Und wenn wir dann dieses Tool dazu nehmen, dann geht der Stress weg. Und all diese Tests haben wir durchlaufen mit diesen Systemen, zusätzlich zu den Erfahrungen, die wir machen durften mit Menschen, die stark elektrosensibel sind. Denen haben wir dann auch entweder die eine oder andere Technologie gegeben und das hat gut funktioniert. Was ist das jetzt? Gut, die eine Technologie, das ist der sogenannte Vita-Chip. Der funktioniert hervorragend. Die haben eine tolle Arbeit, eine tolle Leistung, was dort dieser Chip kann. Allerdings haben wir jetzt schon als Feedback bekommen, dass er nach und nach etwas schwächer wird. Das heißt, man muss ihn unter Umständen nach einiger Zeit erneuern. Dafür ist er günstig, also man kann ihn sich gut leisten. Und es ist so, man bappt den Vita-Chip an die Geräte, die jeweils Strahlung abgeben. Das heißt, ans Handy, an die WLAN-Box, an das Telefon, meinetwegen an das Babyphone, wenn ihr sowas benutzt, was auch immer. An diese Geräte werden diese Chips gegeben. Und die Technologie dahinter ist, dass die Strahlung, die aus den Geräten herauskommt, die wird nicht reduziert, die bleibt gleich, aber die wird moduliert. Das heißt, es wird Information draufgespielt und dadurch wirken diese Geräte dann plötzlich wie so ein Bioresonanzgerät. Das heißt, sie haben eine gesundmachende Information, die sie weitergeben an die Organismen. Und das ist gut und wird von den meisten Menschen positiv empfunden und vom Biosystem eben auch. Die zweite Technik, das ist die Technik von der Firma Qiblanco. Das gibt zwei Möglichkeiten, einen Anhänger und ein System, das man im Haus in die Wand macht. Der Vorteil bei dieser Technik ist, ich trage eine Kette und bin dadurch geschützt vor allen anderen Quellen. Das heißt, ich muss nicht auf jede einzelne Quelle irgendwas draufbappen, was ja sowieso im öffentlichen Raum gar nicht geht. Und die Technik, die dahinter steht, ist eine etwas andere. Da geht es darum, da ist eine Technologie eingearbeitet, an der sich die Körperzellen orientieren, und zwar das Wasser der Körperzellen. Das Wasser der Körperzellen fängt an, sich zu strukturieren und bekommt eine hexagonale Struktur. Und dadurch, dass diese Wasserkristalle dann ausgerichtet sind in einer geometrischen Struktur, wirken sie wie ein faradäischer Käfig. Das heißt, die Strahlung, die eintrifft, fließt vorbei. Das ist ein Effekt, der unglaublich praktisch ist bei jeder Art von hochfrequenter Strahlung. Das funktioniert hervorragend, haben wir schon tolle Erfolge mit gesehen. Trage ich persönlich übrigens, das ist das Ding. Will es auch nicht mehr missen. Es gibt dort zwei verschiedene Kategorien. Es gibt den einfachen Qi-1 und es gibt, glaube ich, den Qi-1 Pro, also der etwas hochwertigere, der kann mehr, der hat eine tiefere Wirkung. Wir haben das in allen Bereichen getestet, aber der normale reicht im Grunde aus, wenn man sich den besorgt. Und wer mehr möchte, wer einfach auch noch zusätzlich Benefits haben möchte, dass das ganze Biosystem besser funktioniert, besser kommuniziert, was alles an dieser hexagonalen Struktur vom Wasser liegt, der kann sich den Zweier holen, den Pro, und das ist echt ein mega Tool, also funktioniert richtig gut. Was soll man jetzt nehmen? Den Vita-Chip oder den Qi-1? Tatsächlich, wer sich es leisten kann, holt euch beides. Bappt es auf eure Geräte drauf, macht die Kette dran, holt euch am besten, wenn ihr das nötige Kleingeld habt, auch noch das Haussystem und dann seid ihr echt super geschützt. Wenn ihr sagt, oh, also ich kann mir nicht alles leisten irgendwie, aber ich möchte irgendwas machen, dann ist die praktischste Idee, dass ihr euch die Kette besorgt, dass ihr euch den Qi-1 besorgt, weil der schützt euch pauschal vor allen möglichen Einflüssen, die von außen kommen. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und wenn ihr sagt, vom Geldbeutel her, also das ist mir vielleicht zu hochpreisig, das kriege ich irgendwie nicht hin, dann holt euch zumindest einen Vita-Chip, den ihr euch dann unter Umständen aufs Handy macht und das zumindest bei euch ist und ihr dann da so ein bisschen mitgeschützt seid. Das funktioniert tatsächlich auch. Da könnt ihr abwägen. Aber die schlauste Idee ist der Qi-1 und die
Die perfekteste All-Inclusive-Idee ist, wenn ihr beides macht. G1 und VitaChip, dann habt ihr alles abgeschirmt. Das war es mal von meiner Seite zu den Tools, die wir nutzen, um Elektrosmog irgendwie zu harmonisieren oder zu vermeiden. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr Lust habt, schreibt euch in unseren Newsletter ein. Dann kriegt ihr regelmäßig coole Infos zum Thema Gesundheit. In dem Sinne, liebe Grüße. Das war der Matthias von Die Praxis Family. Ciao.